Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Ja, wir sterben hier am laufenden Band mit unserem Magier. Der hält nicht so viel aus. Was hat der denn hier alles? Rastbonus hat er noch. Oh Gott, er hat geprellte Rippen. Er hat abgerissene Schulter. Oh, das tut mir voll leid. Ach, du Heilige. Wir sollten eine Rast machen. Wir haben vier Lagerdinger. Können wir das hier drin? Durch das Rasten können deine Gruppenmitglieder verlorene Gesundheit regenerieren und einen Rastbonus erhalten. Das Rasten verbraucht einen Rastvorrat. Wähle einen Rastbonus. Okay. Heilungsmultiplikator plus 20% Heilung erhalten. Bewegungsgeschwindigkeit. Dir kann ich gar keinen geben, weil du wahrscheinlich fast tot bist. Oder müssen wir sagen, Yes. yes, du musst rasten. Bewegung, jetzt haben wir keine. Ich verstehe es nicht. Okay, wir rasten einfach mal. Ist aber auch hübsch. Ja, am Feuer sitzen, mitten in der Höhle. Schön alle Gegner anlocken. So muss das. Okay, du bist wieder fit? Du hast den Rastbonus für die Bewegung bekommen. Du hast jetzt gar keinen. Wir sind natürlich blöd gelaufen. I'm here. Aber wir können uns mal weiter voranwagen. Das Problem ist, wir sind zwei Fernkämpfer, ne? Weil er hat jetzt schon wieder. Er stirbt mir doch gleich schon wieder weg. Oh, guten Tag. Er stirbt mir doch gleich schon wieder weg. Können wir. O Geist, in der Luft liegt ein Dunst, der sich kontinuierlich zu einem Schleier aus Staub und Nebel festigt. Er sammelt sich in den Umrissen von etwas, das ein Zwerg zu sein scheint. Ein flimmerndes Echo, das abwechselnd da ist und verschwindet. Das Gefühl einer mächtigen Energie in dir ist aber noch stärker als der visuelle Reiz. Sie wallt erfüllt mit Trauer, die sich in deine eigenen Gedanken auszuweiten scheint und benebelt sie so lange, bis das Leid dein eigenes ist. Wie eine zerschmetternde Welle stürzt die Energie nach vorne und in dich hinein, und einen Augenblick später bist du an einem anderen Ort. Vor dir liegt ein heller, erleuchteter Steinkorridor, der von Fackeln und leuchtenden Kristallen gesäumt ist. Du rennst und deine Schritte hallen von den Steinen um dich herum wieder. Du hast vergessen, deine Sandalen zu schnüren, die dir nun von den Füßen rutschen und dich langsamer machen. Du bist zu spät, abermals zu spät. Das Ritual wird ohne dich beginnen. Du hörst das Läuten einer Glocke und deine Stimmung hebt sich, als du den vertrauten, verzerrten Ton der rechten Hand hörst. Sie steht für den ersten der Dämmerungssterne, die am Nachthimmel erscheinen und als letzte im Licht der Dämmerung verblassen. Du betest inbrünstig, dass dies der erste Glockenschlag war und nicht der letzte. Die Lichter vergehen und mit ihr die Erinnerung, und als du wieder klar sehen kannst, ist der Geist verschwunden. Aloth sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an. Bist du in Ordnung? Gerade noch schienst du verloren zu sein. Ja, mir geht's gut, oder das passiert oft. Du wirst dich daran gewöhnen müssen. Er verschränkt die Arme. Das ist gut zu wissen, aber du wirst mir wohl nicht erklären, um was es bei all dem überhaupt ging. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es hat erst kürzlich begonnen. Er hebt eine Augenbraue. Wirklich? Ich will dich bestimmt nicht bevormunden, aber du solltest das wahrscheinlich mal untersuchen lassen. Er kratzt seine Wange. Was für eine Schande, dass Fürst Rädrik halb Goldtal aufgehängt hat. Der valianische Zwerg hätte gut etwas über deinen Zustand wissen können. Ja, lass uns weitergehen. Den habe ich ja versucht zu finden. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück. Gucken, was uns als nächstes erwartet. Wobei du bist. Naja, Gesundheit. Kriegen wir schon hin. Du musst einfach hinten bleiben. Warte mal, kann ich nicht mein Tier vorschicken? I'm here. Ich habe so ein bisschen Angst, ne? Eine Glocke. Begrabene Geheimnisse. Nachtrag hinzugefügt. Die Tür ist zu. Schwierigkeit 10. Wir brauchen. In der Mechanik sind wir zu schlecht. Ja, ich habe keine Ahnung.
Einem, in einem steinernen Überhang, der diese Mauer entlang läuft, hängen drei Glocken. Das Metall ist vom Staub und Schmutz vieler Jahre überzogen. Die größere Glocke in der Mitte wird von zwei kleineren Glocken flankiert. Die Glocken untersuchen. Die Glocken scheinen vollständig intakt zu sein. Sie wurden aus dickem Eisen gefertigt und sehen äußerst schwer aus. An ihnen scheint es nicht viel Außergewöhnliches zu geben. Okay. Ja, warte mal, wie war das denn? Was hat uns der Geist für eine Vision erzählt mit den Glocken? Irgendwie der erste ist Sonnenaufgang und der andere ist da unter, nee, Sternenuntergang. Wir machen mal die linke Leute. Die Glocke läutet mit einem hohen, durchdringenden Ton, verblüffender Lautstärke. Das Echo des Tons pflanzt sich fröhlich durch die Hallen fort, bis plötzlich ein Dutzend zwitschernder Töne durch den Tempel hallen. Die Glocke anhalten. Du greifst nach dem Klüppel, um ihn anzuhalten. Um dich herum verhallen die Echos. Die rechte? Die Glocke läutet seltsam trällernd, wird schmerzhaft schrill und erhallt dann mit einem traurigen Ton. Und die mittlere? Du stößt die Glocke an und als sie in der andere Richtung schwingt, schlägt der Klöppel einen tiefen, mächtigen Ton gegen das schwere Eisen. Du spürst es läuten in deiner Brust, während sich der Schall wie eine Welle durch die ruinierten Hallen ausbreitet. Okay. Haben wir jetzt irgendwas bewirkt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Haben wir hier noch was? Nee. Dann gucken wir uns mal weiter um. Vielleicht eher so, bevor wir hier gleich noch wieder sterben. Den Tisch untersuchen. Schädlinge haben diese Teller fast geleert, aber auf dem ganzen Tisch wächst Schimmel. Immer noch in schwarz-grünen Klumpen. Na, lecker. Da waren wohl welche am Essen, als sie abgeschlachtet wurden. Okay, da haben wir wieder einen Gegner. Okay, pass auf, jetzt machen wir das mal ein bisschen taktischer. Du greifst an, ich wollte das doch taktisch machen. Da war wohl nichts mit Taktik. Oh, wir sind tot. Ja, man merkt irgendwie. Ach, ist doch nicht wahr. Warum sind wir denn? Aber wir regenerieren gerade. Fayez hat genügend Erfahrung für den Stufenaufstieg. Ach, guck mal einer an. Wir sind gar nicht so tot, wie ich gedacht habe. Wir haben ja eine kaputte Schulter. Ganz toll. Und wir können Stufenaufstieg. Hi, meine Süße. Womit halten wir denn mehr auf? Die Überlebenseigenschaft. Ja, Schadensreduktion wäre natürlich nicht so schlecht. Mechanik ist Fallen und Schlösser knacken. Wissen, Schriftrollen, etc. pp. Athletik. Verlangt neue Kraft. Stufe 30. Ich glaube, ich möchte noch ein bisschen besser Punkte bis zum Aufstieg ausgeben. Ja, ich möchte hier, glaube ich, noch was rein. Guck mal, wir haben so viele Punkte. Dann packen wir noch was in Mechanik. Und dann sollte es gut sein, ne? Weiter. Schnelle Zielerfassung. Markierte Beute, Sinn des Raubtiers, teuflische Schütze. Mal einen aussuchen. Durch die verringerte Angriffsrate und Nachladezeit kann der Waldläufer sorgfältiger zielen. Oder ich habe einen Bonus, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Haben wir das? Erledigt. Okay. Oh, jetzt bist du wieder voll? Nice. Da haben wir ein bisschen mehr Leben. Du bräuchtest auch dringend ein Level ab und mehr Leben. Ich glaube, ist dieser grüne Balken. Nee, der grüne Balken ist. Die Gesundheit. Ja, ne? Sieht man irgendwo die Erfahrung? Nicht I'm here. wirklich, ne?
Hier, ich nur im Kampf. KI-Skript wählen, ja, aber wie, wo, was, warum? Dass sie selber How may I help? denken? Rechtsklick für Details. Ach so. Klassenverhalten. Aggressiv, vorsichtig. Der Waldläufer hält seine Stellung und legt seine Priorität auf Feinde, die von seinem tierischen Gefährten angriffsgebunden sind. Waldläufer setzt verwundender Schuss und markierte Beute gegen Ziele ein, die von seinem tierischen Gefährten angriffsgebunden sind. Ja, das finde ich ganz gut. Ruhephase, Fähigkeiten einsetzen. Autoangriff, Selbstverteidigung, passiv, defensiv. Autoangriff tierischer Gefährte, finde ich, glaube ich, gut. Was können wir Yes. bei ihm machen? Klassenverhalten, keine Schaden. Zauberer setzen arkane Angriffe ein, sobald der Kampf beginnt. Wenn pro Ruhephase aktiviert ist, setzen sie direkt Schadenszauber ein. Die sich durch den Feinden auswirken. Massenkontrolle. Wenn pro Ruhephase aktiviert ist, konzentriert der Zauberer sich auf der Zauber sich auf Zauberer, die sich nur was nur auf Feinde auswirken und Wirkungen auslösen. Ja. Defensiv. Setzen arkane Schleier, sobald Nahkampfangriffs gebunden werden. Ja, im Nahkampf. Das wäre natürlich gut, weil sonst stirbst du mir immer, ne? Ansonsten bleibt er aber auf Distanz und setzt Standardangriffe ein. Das finde ich, glaube ich, gut. Autoangriff. Der Charakter greift unter keinen Umständen automatisch an. Der Charakter greift nur an, wenn er von einem anderen Feind angriffsgebunden wird. Der Charakter sucht aktiv nach Feinden. Nein, bitte nicht. Der Charakter sucht aktiv nach Feinden, die er angreifen kann, unabhängig davon, ob er selbst direkt angegriffen wird. Nee, wir bleiben mal auf Verteidigen. Und unser Hirsch. Was können wir für dich einstellen? Nichts? Okay. Mal gucken, ob uns das ein bisschen mehr bringt. Hallo Spinne. Du bist noch nicht tot. Okay. Okay, wo kommen wir hier hin? Ach, wieder in den Gang. Da waren wir schon. Spinne. Da können wir was untersuchen. Die rotbraunen Flecken blättern unter deiner Stiefelspitze ab. Okay, haben wir hier sonst irgendwie noch was? Nee, oh. Die Kristalle um dich herum erleuchten den gesprungenen Mosaikboden in verschiedene Orangetöne und aus bestimmten Blickwinkeln glänzt das metallische Symbol unter deinen Füßen golden. Während du hinschaust, flimmert die Luft wie bei Sommerhitze. Der Staub und die Luft scheinen sich zusammenzuziehen, bis vor dir ein dünner, leuchtender Nebel erscheint. In seinem sich kräuselnden Glanz glaubst du, die Gestalt eines Mannes zu erkennen, deren Grundzüge aus Luft und Rauch zu bestehen scheinen. Wer bist du? Deine Stimme löst Bewegungen aus. Begleitet von plötzlichem, aufbrausendem Licht schießt der Geist empor und im nächsten Augenblick befindest du dich an einem anderen Ort, wo dein Verstand von einer unmittelbaren Welle aus Angst und Lärm attackiert wird. Du befindest dich im Kapitelsaal. Priester und Gläubige haben sich in einer großen Menge versammelt und strömen in den Saal. Andere drücken gegen dich, als sie zum Zuhören nach vorne drängen. Deine eigene Trauer spiegelt sich auf den Gesichtern um dich herum. Einige der Initiierten weinen. Da jemand die Kerzen gelöscht hat, ist der Raum bis auf das Podium, das von hinten beleuchtet wird, dunkel. Zwei Gestalten, deren Silhouetten du im Licht sehen kannst, stehen davor. Ein Mann schreit, aber seine Stimme ist so angstverzerrt, dass du seine Worte nicht erstehen kannst. Die Rektrix aber stehen ruhig und unbewegt da. Ihre Stärke wird euch alle durch diese dunkle Zeiten leiten. Diese Hoffnung spürst du wie ein Funken hinter deinen Rippen. Hinter dir beginnt jemand zu singen. Der Geist weist sich mit einer abrupten, schwindelerregenden Kraft von dir los und du findest dich taumelnd vor dem zerstörten Altar wieder. Der Geist verschwindet so plötzlich, wie er erschienen ist. Mhm.
Haben wir auch wieder die drei Sterne. Können wir hier noch was untersuchen? How about that? Oh. Lose Ziegel, Trank, Blutstein, Achat und ein bisschen Geld. Eine Statue. Die meisten Gesichtszüge dieser Statue wurden zusammen mit Teilen ihrer Hände abgeschlagen. Okay. Gucken wir mal weiter. Ich glaube nicht, dass wir diesen Tempel hier komplett erkundet kriegen in dieser Folge. Oh, was haben wir denn da? Ein Buch. Bücher nehme ich doch gerne. Und da haben wir auch noch was. Noch ein Buch und eine Schriftrolle und Geld. Vorsichtig. Vorsichtig. Was haben wir hier? An eurer Gnaden, ich flehe sie an. Der Rest dieses Briefes wurde an mehreren Stellen durchgestrichen und dann ganz verworfen. Noch mehr Geld. Diese Gebetsschriftrollen sind mit einer dicken Schicht aus Schmutz und Staub überzogen. Schwierigkeit 2. Dietriche benötigt ein Gruppendietrich. Achso, benötigt ein Gruppendietrich 4. Möchtest du das Schloss knacken? Können wir probieren das mal. Hope that helps. Beigeschaltet. Cool. Ein Bogen. Also ein, ne? Noch mehr Bücher zum Lesen. Finde ich gut. Hier kommen wir aber nicht weiter. Ich glaube, wir haben soweit alle Gegner hier. Ja, wir müssen diese Glocken, wir müssen das irgendwie aufkriegen, ne? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Irgendwie müssen wir hier ja. Entweder brauchen wir. Ja, verschlossen. Entweder brauchen wir einen höheren Mechanik-Skill, den haben wir aber nicht. Oder wir müssen dieses Glockenrätsel klären. Sag mal, haben wir nicht vielleicht. Begrabene Geheimnisse da? Durchsucht den Tempel. Witwe, innerhalb des Tempels habe ich eine Art Geist gesehen. Oder zumindest eine Erinnerung. In dieser Erinnerung lebte ich ein ethasianisches Ritual, bei dem auch Glocken geläutet wurden. Das erste und letzte Läuten scheint von der rechten Hand zu stammen, die einen auffälligen, verzerrten Klang hat. Okay, rechte Hand, also rechte Glocke. Erste und letzte Läuten. Scheint von der rechten Hand zu stammen. Okay, warte mal. Wird schmerzhaft und verhallt dann mit einem traurigen Ton. Der eigenartige Glockenschlag läutet durch die Ruinen. Das hat nichts gebracht. Okay, müssen wir dann vielleicht Ding, 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 Ding? Rechts? Links? Mitte? Rechts? Weiter? Eine seltsame Stille bricht über den Raum herein, die den Glockenklang und das ewige Tropfen der klammen Steine gleichermaßen verstummen lässt. Dann aber läutet die Glocke plötzlich so disharmonisch laut und durchdringend los, dass du dir die Ohren zuhalten musst. Darauf folgt abermalige Stille. Nee. War schon, glaube ich, nicht schlecht, aber auch irgendwie nicht richtig. Nochmal. Also. Erst das. So, dann nehmen wir mal die große. Nehmen wir nochmal die kleine.
Nochmal. Okay, wir müssen, glaube ich, viermal düngen. Der Eingang hat hier... Eine seltsame Stille bricht über den Glockenklang und das eher... Darauf folgt abermalige Stille. Rechts, Mitte, links, rechts. Alle drei Glocken läuten leise und melodisch, bevor sich ihre disharmonischen Stimmen zu einem mächtigen, aufbrausenden Geräusch erheben, das den gesamten Tempel zu erfüllen scheint. Eine treibende Liedflut, die alle anderen Gedanken ertränkt. Als das Läuten verhallt, kannst du aus der Richtung der Türen ein quietschendes Geräusch hören, als sich der Weg zur unteren Ebene öffnet. Ja, nice! Glockenrätsel gelöst. Okay, ich möchte aber vorsichtig bitte sein. Habe ein bisschen Angst. Okay. Aber was sich in der unteren Ebene befindet, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.